Moin moin, liebe Angelfreunde. Wie ihr ja im Hintergrund unschwer erkennen könnt, das Wetter ist echt bescheiden heute. Da macht das Angeln nicht so wirklich Spaß. Deshalb habe ich mir gedacht, statt heute Angeln, mache ich einfach eine Folge von unserer ja noch recht jungen Rubrik bei Big Fish Media, die sich schimpft Unboxing und Gewinnspiel oder Unboxing und Gewinnen. Bei diesen Unboxing-Videos, da stellen wir ja regelmäßig Angelgerät von unseren Partnerfirmen vor, mit denen wir gut zusammenarbeiten, und das Angelgerät muss uns auch gefallen, also wir werden dazu nichts gezwungen oder so. Dieses Angelgerät stellen wir vor, und das Besondere ist, wir behalten das Angelgerät nicht, sondern wir verlosen es am Ende für euch, damit ihr dann auch ja dieses Angelgerät mal ausprobieren könnt, wenn ihr es denn gewinnt. Und ja, das ist unsere neue Rubrik, die wir seit diesem Jahr machen. Und heute eine neue Serie oder eine neue Folge in dieser Rubrik. Und zwar habe ich heute einen Kescher im Angebot, sozusagen. Kescher klingt relativ profan, aber ein Kescher ist ja besonders wichtig, denn jeder Angler braucht eigentlich einen Kescher, um den gehakten Fisch dann auch zu landen und ans Ufer oder ins Boot zu bekommen. Deshalb machen wir heute mal eine Kescher-Vorstellung. Und naja, wie es eigentlich immer so ist bei unseren Unboxing- und Gewinnen-Folgen, könnt ihr dann, ich habe es schon gesagt, diesen Kescher am Ende vom Video dann gewinnen. Ihr müsst dazu dann eine Frage beantworten zu den technischen Details von diesem Kescher hier. Und ja, aber diese Frage, die werde ich erst am Ende vom Video stellen, weil ihr müsst ja auch erstmal aufpassen, damit ihr dann dieses technische Detail nennen könnt. Also passt gut auf gleich, und dann könnt ihr auch die Frage beantworten, und ich werde am Ende von diesem Video auch, wie wir es immer machen, den Gewinner verkünden vom letzten Produkt, was wir vorgestellt haben bei Unboxing und Gewinnen. Und beim letzten Mal war es ja diese Iron Trout Duck Turn Rolle, und da werde ich den Gewinner verkünden, aber auch erst am Ende von diesem Video. Fangen wir erstmal an hier mit diesem Kescher. Der Name ist ein bisschen kompliziert. Ich musste ihn mir mehrfach angucken, bis ich ihn hinbekomme. Und zwar, ich versuche es mal. Es ist von Spro Troutmaster das Twist Lock Rubbernet. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, aber ich glaube schon. Ja, wie schon gesagt, ein Kescher. Eigentlich für den Forellenseeangler. Aber ich denke auch, man kann ihn auch zum Bootsangeln ganz gut nehmen, zum Raubfischangeln vom Boot zum Beispiel. Und was ist jetzt das Besondere dieses Keschers? Das werde ich jetzt in den hier mal vorstellen, wo die Besonderheiten dieses Keschers liegen. Und zwar zum einen, ihr könnt das hier wahrscheinlich sehen, dieser Kescherstab hier, der ist einfahrbar. Das finde ich eine ganz tolle Sache, weil bei den meisten Keschern dieser Art muss man die Kescher irgendwie so aufdrehen oder aufschrauben, oder es gibt irgendwie einen Knopf, den man drücken muss, der hakt dann häufig oder mit kalten Fingern macht das wenig Spaß. Aber hier bei dem Kescher, ich zeige das jetzt mal, da dreht man einfach dran, dann kann man den ausfahren und dreht ihn wieder fest, und dann ist das Ganze fixiert. Und ja, wie gesagt, man muss keinen Knopf drücken oder sowas, sondern einfach drehen. Und wenn ich den Kescher dann zusammenpacken will zum Transport, drehe ich das Ganze wieder auf, schiebe das nach vorne, und dann habe ich hier ja ein relativ kompaktes Transportmaß. Das Transportmaß dieses Keschers hier, also wenn man das eingefahren hat, das liegt laut Hersteller bei ungefähr einem Meter. Also passt problemlos in den Kofferraum rein auch. Und wenn man es ausgefahren hat, ja, dann 1,50 Meter laut Hersteller. Das reicht eigentlich aus. Ich mache jetzt mal hier so probeweise fürs aktive Fischen, meinetwegen auch fürs Spinnfischen, fürs Forellenfischen, fürs Angeln vom Boot auf. Ja, wenn man nicht gerade einen 30 Pfund Karpfen fangen will oder so, dann reicht das völlig aus. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Ausmaße von diesem Kescherkopf hier 50 x 45 x 40. Also das reicht für normale Forellen, für einen Barsch oder für einen normalen Zander auch problemlos aus. Ein weiterer Vorteil dieses Keschers ist hier, man sieht es schon, das Netzmaterial. Das ist schon ein bisschen besonders. Das ist nicht ein normales, ja, so weiß ich, Stoffmaterial oder ein normales Netzmaterial, was man kennt. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal erlebt. Da kann sich nämlich der Haken ganz schnell drinne verfangen. Und dann ist man da am Rumpurcheln und muss den Haken erst wieder rausholen. Und dann reißt man sich eventuell den Kescher kaputt oder der Haken biegt auf oder sowas. Das kann mit diesem Kescher hier nicht passieren, denn in diesem ja, Gummimaterial, möchte ich es mal nennen, da kann sich der Haken auf keinen Fall verfangen. Also wenn ihr dann einen Fisch gefangen habt
und dann schnell weiter angeln möchtet, einfach Fisch rausnehmen. Der Haken lässt sich ganz einfach entnehmen, der kann hier nicht hängen bleiben in diesem Netzmaterial. Und man kann dann sofort weiter angeln und muss nicht erst noch am Kescher nervig rumfrickeln. Das hat mich immer total aufgeregt. Also das kann bei diesem Kescher hier überhaupt nicht passieren. Und ja, also das sind schon mal die Features dieses Keschers. Ich werde jetzt im nächsten Schritt noch mal ein paar Nahaufnahmen zeigen von dem Kescher, damit ihr euch noch mal ein genaueres Bild machen könnt. Und dann geht es an die Gewinnspielfrage und an die Auflösung von dem letzten Gewinnspiel. Und bevor es an die Verlosung dieses Keschers geht, verkündige ich jetzt den Gewinner von der Iron Trout Rolle vom letzten Mal. Ich habe einen Screenshot im Handy, den rufe ich jetzt mal auf. Und dann schauen wir mal, ob ich den so finde auf die Schnelle. Wenn man sowas auf die Schnelle suchen muss im Handy, dann findet man es meistens nicht. Aber hier muss er jetzt sein. Und zwar gewonnen hat die Duckturn-Rolle von Iron Trout. Trout Fishing Freddy ist sein Name bei YouTube. Also Trout Fishing Freddy, herzlichen Glückwunsch zur Iron Trout-Rolle. Du hast die Rolle gewonnen. Bitte schick uns, damit wir dir die Rolle auch zuschicken können, schick uns bitte eine E-Mail an bigfishmedia@web.de. Pack einen, einen Screenshot deines YouTube-Accounts dran, damit wir ja auch wissen, dass du es bist. Schreib deine Adresse rein, damit wir wissen, ja, an welche Adresse wir dir die Rolle zuschicken können. Also wir müssen ja eine Adresse haben für den Paketboten. Und dann bekommst du diese Duckturn-Rolle von Iron Trout zugeschickt. So, und jetzt geht es zur Verlosung hier von diesem Kescher. Von dem, ich gucke noch mal nach, Twistlocknet, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Schwieriges Wort, aber wirklich ein toller Kescher. Da habe ich ja schon angedeutet, müsst ihr wieder eine Frage beantworten. Und die Frage, die lautet diesmal, wie lang ist der Kescher im zusammengebauten, also zusammengefahrenen Zustand? Wie lang ist dieser Kescher im zusammengebauten, zusammengefahrenen Zustand? Wer es jetzt nicht weiß, ich habe es im Video gesagt. Einfach nochmal zurückspulen, nochmal gucken. Dann werdet ihr diese Info sicherlich kriegen. Und dann postet ihr diese Info hier unten in die YouTube-Kommentare rein. Und dann drücke ich ja die Daumen, dass die Glücksfee dich auswählt für als Gewinner für dieses Twistlocknet. So richtig habe ich es immer noch nicht drauf. Und den Gewinner werden wir dann, wie immer, im nächsten Unboxing-Video verkünden. Ihr müsst uns dann wieder eine Mail schicken, das machen wir also nicht von selbst, also ihr müsst wirklich ein bisschen selber aktiv werden und dafür ist es wirklich wichtig, dass ihr Big Fish Media abonniert und am besten auch die Glocke aktiviert habt, damit ihr dann mitkriegt, wenn das nächste Unboxing-Video hochgeladen wird und wo dann der Gewinner von diesem Kescher hier verkündet wird. Also ganz wichtig, abonnieren, Glocke aktivieren, dann seid ihr dabei beim nächsten Mal und ja, erfahrt, wer der glückliche Gewinner ist. Ich drücke schon mal die Daumen, mache mich jetzt hier vom Regen ins Trockene und dann hoffe ich, dass morgen das Wetter wieder besser wird, damit ich dann mal wieder angeln kann. Und naja, dann sage ich bis zum nächsten Mal, macht es gut, entweder sehen wir uns beim nächsten Unboxing-Video oder bei einem Video, wo ich beim Angeln am Wasser bin. Bis dahin, macht es gut, fangt ein paar schöne Fische, bleibt artig, ciao, ciao.